Ich möchte heute ein Reaktionsvideo machen auf einen Jäger, der sich wohl gegen die Aussagen von der militanten Veganerin stellt und dies mit euch zusammen anschauen, wissenschaftlich und durch meine Meinung bewerten und dann mit euch quasi zusammen durchgehen. Ganz wichtig, er hat nicht mit allem recht, so wie die militante Veganerin auch nicht mit allen recht hat, meines Erachtens. Aber wir versuchen es so objektiv wie möglich einmal hier ranzugehen. Ich bin für keine der Parteien im Übrigen, ja, ich mache dies nicht, um eine Seite hier besser dastehen zu lassen, sondern versuche, beide Seiten bessere Argumente an die Hand zu geben, damit es zu einer guten und sachlichen Auseinandersetzung kommen kann. Ja, ihr könnt dann persönlich entscheiden, welche Argumente für euch stimmiger sind. Ich kann und will es auch nicht jedem gleich machen, denn das unterscheidet uns ja auch nur mal und auf der Welt vor allen Dingen auch. Das ist ja das Interessante, ja? Denn mehrere Farben malen ja ein Bild und nicht eine Farbe, ne? So, genug der Poetik, wir starten. So, hallo, grüße euch hier zum neuen Video bei Lassen Sie es krachen. Und ja, ihr habt es im Titel schon gelesen hier, Jäger reagiert auf Rafaela Raab, die militante Veganerin. Ich habe ein YouTube-Video gesehen zu ihr und wie es da manchmal beim YouTube so ist mit dem Algorithmus, bekommst du halt ständig irgendwelche Videovorschläge wieder. Und ja, dann habe ich mir das ein oder andere Video angeschaut. Am Anfang so, ja gut, man hört es an, gibt ja viele Veganer und dann tut man das halt so ab. So nach dem Motto, kann ja jeder machen, wie er gern möchte. Aber dann habe ich noch ein paar Videos gesehen und dachte mir dann irgendwann, okay, jetzt muss ich dazu auch mal unbedingt was sagen. So, das war der Einstieg. Wir schauen mal weiter, wo es um Fakten geht. Ich bin selber Jäger. Also ich esse nicht nur Fleisch, sondern ich töte auch die Tiere und ich nehme sie aus, zerlege sie, verarbeite sie vollständig und führe sie mir zu als Nahrung. Das glaube ich nicht, denn meistens werden nicht die ganzen Tiere verwertet, sondern die Innereien werden leider oft verworfen. Hätte als Argument gebracht werden können, dass diese dementsprechend in dem Wald zurückgelassen werden, diese Innereien, und dementsprechend dem Fuchs dann zugutekommen. Das weiß ich zufällig, weil ich habe für dieses Video mir einen Jäger an die Hand genommen, der aus meiner Familie tatsächlich stammt, ja. Und versuche das damit noch ein bisschen mehr Objektivität in das Video reinzubekommen. Dieser möchte aber leider nicht vor die Kamera. So. Gut, dann fangen wir mal an mit den Argumenten. Punkt Nummer eins ist, was ja immer klar im Veganer sagt, warum tut der Mensch sich das überhaupt anmaßen, Tiere zu versklaven, ob das jetzt ein Haustier von mir sogar ist, ne? Ein Jagdhund, den ich für die Jagd verwende. Wobei, also alle Jäger, die ich kenne, die Jagdhunde haben, für den Hund gibt es nichts Besseres. Wenn der schon den Waffenschrank piepen hört, dass der aufgemacht wird, dann geht die Rute, dann freut er sich. Es gibt für den Hund Gassi gehen, Leine ist okay, aber wenn es auf die Jagd geht, es gibt für den Hund nichts Besseres. Da freut er sich drauf. So viel zum Thema Versklavung. Interessantes Thema. Die Definition von Sklaverei ist jene, jemand, der in völliger wirtschaftlicher und rechtlicher Abhängigkeit von einem anderen Menschen als dessen Eigentum lebt. Und dies trifft leider auch zu 100% auf Haustiere zu. Nur darf man hier nicht vergessen, diese Tiere, gerade Hunde, machen dies gerne. Sklaven früher haben dies nicht gerne getan. Das hängt damit zusammen, dass Hunde angewölfte Eigenschaften haben, das heißt angeborene, wie zum Beispiel Labradore oder Retriever, Goldretriever, das Apportieren, also eine Bringfreude und eine Wasserfreude oder eine Menschenschärfe gegen den Postboten zum Beispiel, ja, und damit nicht direkt mit dem Menschen vergleichbar sind, welche durch den starken Einfluss der Sozialisation verändert wurde, um das Zusammenleben in der Gesellschaft möglich zu machen und auch in einer Partnerschaft. Denn wir leben oft viel enger zusammen, als die meisten Säugetiere in einem Rudel oder in einer Rotte es sonst tun würden. Und wenn die Tiere diesen Trieb ausleben dürfen, dann sind diese Tiere tatsächlich glücklich. Ja? Sie sind eher Sklaven ihrer Triebe, als vielmehr Sklaven des Menschen, so würde ich es betiteln, vorausgesetzt, man holt sich einen Hund, dass man auf seine Bedürfnisse auch eingeht, ja, und seine Triebe, dass er seine Triebe ausleben kann. Das ist ganz wichtig, und dass er nicht im Wohnzimmer dementsprechend verdirbt. Geht man nicht auf die Triebe des Hundes ein, ja, gehe ich mit, ist es Sklaverei, ganz einfach. Grundsätzlich muss man hier aber nüchtern sagen, ist das Halten von Haustieren etwas im Allgemeinen Unnatürliches. Da diese Art von Tieren, wie Hauskatzen oder auch die meisten Hundearten, nicht existieren würden, da sie in der Natur schlichtweg einfach verhungern würden. Und das andere ist natürlich, Tiere zu töten, um sie zu essen. Okay.
Mein Argument ist, und das ist jetzt nicht ein Argument, was schon immer so war, sondern in erster Linie erst einmal ist es unsere Natur. Es ist die Natur des Menschen schon immer gewesen, Tiere zu nutzen, ob es jetzt für die Jagd ist oder für andere Sachen, für was man Tiere sonst noch vielleicht so nutzt, aber eben auch, um sie zu essen, sie zu töten und als Nahrung zu sich zu nehmen. Es ist die Natur des Menschen. Das ist korrekt, denn Tiere waren tatsächlich Bestandteil des Speiseplans des Menschen in einer Periode des Menschen, sage ich auch mal. So, ernährungsbedingt war das einfach Fakt, dass wir auch Tiere gegessen haben. Ja? Da diese gerade in den Wintermonaten Nahrung liefern, ja? Diese Aussage ist aber nicht vorteilhaft gewählt, meines Erachtens, denn dieser Jäger würde es sicher nicht schaffen, mit seinen Händen oder mit den Werkzeugen, die er nur durch seine Hände und in der Natur befindlichen Werkzeuge erschaffen kann bzw. nutzen kann, ein Wildschwein zu erlegen. Daher ist eine Langwaffe sicher etwas nicht Natürliches, ja? Da diese nicht auf Bäumen wachsen. Ja? Diese Menge, die man an Fleisch generieren kann mit diesem Langgewehr, ja, kommt zunichten gleich der Menge, die man mit der Hand hätte erlegen können. Und das sieht man einfach auch daran, und das ist einfach das Totargument, was kein Veganer hören will, ist das Vitamin B12. Ich weiß, das wollen die Veganer nicht hören, das ist das Schlimmste für die. Vitamin B12 ist in ausreichender Menge nur in tierischen Lebensmitteln zu finden. Das ist in meinen Augen eine nicht ganz korrekte Aussage. Die menschlichen Einflüsse auf die Agrarwissenschaft sind mittlerweile so stark fortgeschritten, dass diese Aussage zu quantifizieren ist. Auf der Welt leben so ca. 88 Millionen, etwas mehr als Gesamtdeutschland, so kann man sagen. Die meisten Veganer supplementieren ihr B12. Das ist korrekt. Daher rechnen wir diese mal grob aus der Teilrechnung heraus. Unter den vielen Nicht-Veganern haben aber immer noch 6% der Menschen weltweit einen Vitamin B12-Mangel. Bei Frauen sogar bis zu 20%, gerade im hohen Alter. In Deutschland sogar ab 65 Jahren, ja, bis zu 30% B12-Mängel in der Bevölkerung. Und das sind sicher nicht alle Veganer. Es ist natürlich klar, dass Veganer einen Mangel haben ohne B12. Menschen mit Fleisch haben ebenfalls einen und nicht wenige. Daher ist es leider kein Totschlagargument mehr, sondern Veganer können oder könnten eher einen Mangel entwickeln, wenn sie sich nicht damit auskennen. Ja? Das wäre hier die bessere Wortwahl meines Erachtens. Ja? Es sind noch viele andere Sachen, Eisen und hin und her. Also da gibt es eine lange Liste, woran Veganer in der Regel Mangel haben. Eisen wird hier auch aufgeführt. Es ist korrekt, dass Menschen, die pflanzlich leben, einen Mangel manifestieren können. Hier wird aber gesagt, es gibt eine lange Liste, an denen Veganern in der Regel einen Mangel haben. Ich kann aber sagen, dass in der Regel 30% der Menschen auf der Welt einen Eisenmangel haben. Diese leben sicherlich nicht alle vegan. Auch hier gibt es eben keine Pauschalaussagen. Denn es gibt zwar Tendenzen, diese sind aber nicht kausal und können sehr einfach auch gesteuert werden. Zum Beispiel B12 mit einem Tropfen pro Tag und Eisen etwas auf die Lebensmittelauswahl vor allen Dingen zu achten. Denn die Tiere bekommen ihr Eisen ja auch durch die Pflanze. So, und wir sind im engeren Sinne ja auch Säugetiere. Ich bin ein Mensch, der Natur verbunden ist. Ne? Ich nehme keine künstlichen Ernährungs- oder Supplements ist ja das neue Wort hier im Englischen dafür, Nahrungsergänzungsmittel zu mir, weil ich alles aus der Natur bekomme. Das ist leider nicht korrekt. Es ist kausal belegt heute, dass ein suffizient hoher Vitamin D3-Spiegel für einen Großteil der Menschen gerade in den Wintermonaten nicht erreichbar ist. Laut RKI sind immer noch 15% der Erwachsenen in einem Vitamin D3-Mangel und 41% nicht optimal versorgt. Also knapp 2 von 3 haben keinen guten Vitamin D3-Spiegel. Ich meine, du musst kein Vitamin D3 nehmen, aber dann hast du zu guten 60% ja, eine nicht optimale Versorgung, was mit erheblichen gesundheitlichen Einbußen einhergehen kann. Wo wir beim Thema natürlich sind. Natürlich ist, wenn der Mensch am Äquator leben würde und nicht in einem Breitengrad, wo er ohne Supplemente zu 60% unterversorgt ist. Was er aber hier auch nicht erwähnt, ist ebenfalls, dass wenn er sein Wildschwein erlegt, geht das leider nicht wie beim Veganer, der sein Lebensmittel direkt essen kann, sondern er muss jedes Wildschwein, ich wiederhole, jedes, einer Trichinenuntersuchung vom Arzt unterziehen und damit diese Probe einschicken.
sonst darf er es nicht verzehren oder in den Verkehr bringen. Das sind Fadenwürmer, die auf Säugetiere übertragbar sind. Natürlich ist im Gegensatz, dass man einen Apfel pflückt und direkt hineinbeißen kann. Das sollte auch mal gesagt werden. Jeder Veganer muss in den Chemiebaukasten greifen und muss da irgendwelche Tabletten fressen. Und dadurch sehe ich mich als Nicht-Veganer eher der Natur verbunden als ein Veganer. Ich kann seine Aussage gut nachvollziehen. Nur trifft dies leider nicht zu, wie ich eben belegt habe. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, denn die B12-Mangelthematik wäre noch viel, viel vehementer, denn die Tiere bekommen ebenfalls deinen Chemiebaukasten. Denn diese bekommen Supplemente wie zum Beispiel Vitamin B12, damit es überhaupt ausreichend im Fleisch vorhanden ist. Da kann ich es auch direkt über das Supplement einnehmen. Das muss ich nicht über das Tier machen, weil es ebenfalls das Supplement bekommt. Von daher an, das ist für mich auch nicht so ganz schlüssig hier. Fakt ist mal eines, wie gesagt, es ist unsere Natur und die Natur ist brutal. Die Natur ist brutal. Ob das jetzt Hochwasser ist, ein Vulkan, der ausbricht, wie viele Tsunamis haben wir schon gehabt? Hunderttausende Tote, Menschen, Tiere, das interessiert die Natur nicht. Die Natur kann so unfassbar brutal sein und im selben Sekunde woanders auf der Erde ist die Natur das Schönste, was es gibt. Da gehe ich nicht ganz mit. Dass diese Naturereignisse, diese sind ungerichtet, also nicht zielgerichtet und zufällig, die nicht nur dem Eigennutzen geschuldet sind. Beispielsweise Massentierhaltung wird gewollt, Leid induziert. Bei einem Vulkan oder Tsunami passiert dies zufällig und nicht zielgerichtet und nicht unter Eigennutzung halt. Gleichzeitig ist die Natur unfassbar brutal. Einen Löwen interessiert das auch nicht. Jeden Fleischfresser, der jagt, tötet und frisst es einfach. Das ist die Natur. Völlig richtig. Nur muss man hier unterscheiden, dass diese Tiere durch die Evolution in der Lage sind, eine Antilope zu erlegen mit ihren Pfoten oder Händen. Das sind wir tatsächlich nicht oder nur selten mit Hilfswerkzeugen aus der Natur. Das liegt daran, dass wir eben auch sehr gut Pflanzen essen können. Nicht aber der Löwe. Hier geht es tatsächlich um die Menge an Fleisch, die heute produziert wird, wovon ein großer Teil weggeworfen wird und uns nicht gut tut in den Mengen. Das wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass Löwen auch mal eine Antilope erlegen und sie komplett essen, was der Mensch nie tun würde. Ich quantifiziere das mal mit einer Studie mit über 200.000 Menschen, die über viele Jahre begleitet wurden. Erhöht sich das Diabetesrisiko, vor allen Dingen bei den Menschen, die viel Fleisch gegessen haben, bei denen, die am meisten Fleisch gegessen haben. Und das war bis zu 35%. Hingegen senkte sich das Risiko, Diabetes zu manifestieren im Laufe der Zeit, wenn sie Pflanzen gegessen haben, stattdessen noch viele, um 6%. Das ist 41% Unterschied, zuckerkrank zu werden durch zu viel Fleisch oder durch eine pflanzliche Kost auch. Das passiert den Löwen sicher nicht. Diabetes erhöht das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko mehr als Cholesterinwerte, Rauchen oder Übergewicht. Und das ist wirklich ernst zu nehmen. So, und dann leiten wir langsam mal das Thema ein. Warum ist Veganismus Heuchelei? Und warum habe ich als Jäger weniger Tiere auf dem Gewissen als ein Veganer? Jetzt wird es interessant. Mal sehen. In erster Linie muss ich, also das habe ich noch nie gehabt, leider mit dem Veganer, diese Diskussion. Aber vielleicht kann es mir jemand in die Kommentare schreiben. Vielleicht sieht ja Raffaella das Video, ich weiß es nicht. Aber wie groß muss ein Tier eigentlich sein, dass es schutzwürdig ist? Ab wann trifft das ein? Ich habe immer das Gefühl, das ist immer so ein Schwein, eine Kuh, ein Schaf, was auch immer. Das hat eine Größe, mit was sich der Mensch identifizieren kann. Er sieht, es wird getötet, es blutet. Es hat gerade noch gelebt, es hat sich noch gefreut, jetzt liegt es da, bewegt sich nicht mehr. Es kann schreien vor Schmerzen etc. So, das sind die Sachen, das sehen wir als Menschen. Aber was ist mit kleineren Tieren? Eine Mücke von mir aus. Raffaella, wie machst du das, wenn eine Mücke auf deinem Arm sitzt? Wartest du und sagst, trink erst mal aus, kannst in Ruhe und dann flieg weiter? Erschlägst du die? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Dieser Vergleich ist leider nicht treffend für mich. Bei einer Mücke handelt es sich um einen Ektoparasiten, der einem Schaden zuführen möchte, und völlig natürlich hier lebt und auch in der Lage ist, seine Art dementsprechend zu erhalten durch sein parasitäres Verhalten. Bei einer Kuh oder Schwein oder Schaf, wie du sagst, gibt es keine Intention, uns zu schaden, bis auf das bei zu erhöhtem Verzehr es zu einem Diabetesrisiko
Steigerung von 35% kommen kann. Das ist ein Abwehrmechanismus gegen seinen Körper, gegen die Mücke, ja. Das andere ist Zucht und Leid über Monate. Das ist in meinen Augen nicht ganz zu vergleichen. Aber ich weiß auch nicht, wie du dadurch den Alltag dadurch meisterst. Du könntest keinen Fußgängerweg lang gehen, ohne ständig auf den Fußboden zu schauen, ob da gerade eine Ameise langläuft. Warum sind die nicht mindestens genauso schutzwürdig wie eine Kuh? Es ist ein Lebewesen wie alles andere. Also wie kannst du deinen Alltag meistern? Jeder Veganer dürfte weder noch mit dem Auto fahren. Alles, was Schrittgeschwindigkeit, schneller wie Schrittgeschwindigkeit, ist tabu für euch. Und dann Zug fahren. Kannst du vergessen. Ich habe einen Freund, der ist Lokführer. Der kann dir Storys erzählen, was da an den Gleisen im Wald rechts und links alles rumliegt. Der Zug kommt, da steht ein Reh, bumm, umgefahren, weg, liegt da, vorbei, aus, weiter. Der zieht durch. Das ist dem vollkommen egal. So, also ich weiß nicht, wie du dann da damit umgehst, wenn du mit dem Auto über die Autobahn fährst und danach ist deine Frontscheibe im Sommer komplett mit Leichen übersät. Das ist korrekt, doch dieser Tod passiert nicht gewollt. Dies wird selbst hier in Deutschland im Strafgesetzbuch § 222 unterschieden. Fahrlässige Tötung, Mord, Totschlag und so weiter, diese sind strafrechtlich wie ethisch ebenfalls zu unterscheiden und können hier meiner Meinung nach nicht als Argument geltend gemacht werden. Dann wird noch vom Zug überfahren von Tieren gesprochen, ja, und das ist ebenfalls sehr, sehr schwer vergleichbar, denn das ist ebenfalls nicht haltbar, ja. Da meine Intention ist, einen Ort zu erreichen, wenn ein Unfall passiert, dann war dies nicht meine Absicht. Und ich habe niemanden getötet, weil ich ein Fahrgast war in einem Zug. Ja, also, und dann komme ich jetzt zu dem Punkt einfach, warum ich als Jäger weniger Tiere auf dem Gewissen habe, als jeder Veganer. Ich gehe in den Wald und schieße mein Wildschwein. Dann habe ich 60, vielleicht sogar 80, was weiß ich, wie viel Kilo Fleisch. Davon kann ich ewig essen. Dafür musste ein einziges Tier sterben. Ich weiß ja nicht, was du isst. Aber wahrscheinlich wirst du zum Bäcker gehen, wirst genauso deine Brötchen und deine Semmeln holen etc., weil das ist ja alles vegan. Dann hast du, glaube ich, keine Ahnung, wie ein Feld, wo dieses Getreide ja wächst, geerntet wird. Da fahren Traktoren drüber mit solchen Reifen, mit einem gigantischen Mähwerk, mit einer Spannweite, ich weiß nicht von wie vielen Metern, und dem ist das scheißegal. Das ist korrekt, ja, dass Tiere bei der Ernte sterben, ja, wie gesagt, wieder ungewollt. Und doch, wenn man dies dann auf die Massentierhaltung mal bezieht und projiziert, dann bekommen diese Tiere aus der Massentierhaltung Getreide zu fressen, für welches Rehkitze oder Mäuse sterben mussten, anstatt der Mensch es direkt isst. Bei dem Wild ist es aber nicht so, ja. Da hat er recht, ja. Dies ist nicht Teil der Landwirtschaft. Also für ein Brot durch die Feldarbeit können im Häcksler dementsprechend theoretisch mehr Tiere sterben, als wenn er ein Wildstück erlegt. Ja? Dagegen kann man nichts so sagen. Ja? Das Argument ist für mich valide. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Mein Reh, was ich schieße, das steht auf der Wiese, ist glücklich, happy. In der Bruchteil einer Sekunde ist es vorbei. Das kriegt davon im Regel gar nichts mit. Selbst wenn die noch eine Flucht haben und 30 Meter laufen, weiß der nicht, was dem Moment passiert ist. Der merkt nur irgendwie, dass er einen Schlag bekommen hat von der Seite, dass der Schmerzen hat, bezweifle ich ganz stark. Und dann rennt er kurz los, panisch vor Flucht. Dann wird es schwarz in den Augen, fällt um und vorbei. Das hat nie mitbekommen, was eigentlich gerade in der Situation passiert. Ganz so ist es nicht, ja. Da man dann davon ausgeht, dass man immer perfekt einen Kammerschuss ansetzt in der Lunge und im Herzen, ja, das wird sicher nicht der Fall gewesen sein bei ihm, sondern Jäger verfehlen auch sehr gerne mal das Tier und schießen zum Beispiel in den Pansen, ja, sodass das Tier ja nachgesucht werden muss von einem Hund, ja, oder halt elendig verreckt, muss man auch einfach sagen. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu Argumenten, die er tatsächlich hätte bringen können, die meines Erachtens wirklich valide sind. Wenn man sich die Gesetze zur Jagd mal ansieht, dann steht da im Bundesjagdgesetz § 1 im letzten Satz: Jagdausübung verpflichtet zur Hege. Was bedeutet denn Hege? Absatz 2 Bundesjagdgesetz heißt, wie es wie folgt: Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landwirtschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten und artenreichen und gesunden Wildbestand sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage, das heißt die Nahrung des Wildes, zu sichern. Ja?
Das wäre ein Argument meines Erachtens, was er wirklich hätte bringen können. Dass sich Jäger dazu verpflichten, Wildtiere zu hegen und pflegen, indem sie versuchen müssen, Artenvielfalten bei wild lebenden Tieren zu konservieren, ja. Das heißt, wenn eine Art bedroht ist und vor dem Aussterben bedroht ist sogar, ja, in der Region müssen dann zum Beispiel Hecken oder Wildäcker angelegt werden, um Deckung und Futter für diese Art bereitzustellen. Oder auch Prädatoren erlegt werden, zum Beispiel Tiere, von denen es gerade zu viele gibt, die dieses Tier dann einfach bedrohen in ihrem Bestand. Natürlich kann man jetzt sagen, das reguliert sich alles von alleine. Hat es schon immer. Das Problem ist aber leider, dass wir zum großen Teil den Lebensraum der wildlebenden Tiere mit Häuser, Straßen, Industrie und vor allen Dingen landwirtschaftlichen Flächen einengen. Die Bestände können sich nur sehr schwer von alleine regulieren, wenn Wölfe reihenweise Zuchtschafe und Rinder reißen und sich wie irre vermehren. Ja, das ist sicher keine natürliche Entwicklung, wenn wir schon dreimal so viel Wölfe wie Norwegen und Schweden haben, aber auf einer viel kleineren Fläche. Da diese Länder wie Schweden eben noch viel mehr Wald haben und es sich tatsächlich regulieren kann. Das sieht man kausal an den Zahlen. Ja. Dieses Argument hätte er tatsächlich ziemlich gut bringen können, meines Erachtens. Denn Hecken und Zäune bauen für bedrohte Tiere kann sicherlich sinnvoller sein, als blutverschmiert in McDonald's hineinzustürmen, um Menschen dann darin zu nerven. Ja. Das besagt auch der Jagdschutz, denn den hätte er auch nennen können. Dieser besagt, der Jagdschutz umfasst den Schutz des Wildes vor Futternot, Raubwild, Raubzeug und vor Wilderern. Also das heißt Menschen, die einfach Tiere wahllos sich erschießen in einem Revier. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, nach der Regel der Weitgerechtigkeit hat das alles zu geschehen. Also Weitgerechtigkeit habe ich mal gegoogelt, das ist so, dass man dem Respekt des Tieres quasi halt, ja, so gegenüber. Ja, und das finde ich einfach schon sehr entscheidend hier, das hätte man sehr gut bringen können. Ja, auch hier wird betont, dass Tiere gefüttert werden im Wald, da sie durch die starke Landwirtschaft, Häuser, Straßen, Industrie und so weiter sonst nicht überleben würden. Ja, in manchen Situationen, diese dann zu versorgen, hat sicher wieder mehr Sinn, als Passanten an Fußgängerzonen arrogant zu belehren. Ja, also von daher an, hier gibt es schon ein paar Argumente, die noch definitiv valide sind. Und ich finde es mal ganz, ganz wichtig, objektiv zu betrachten, welche Argumente beide Seiten tatsächlich denn hätten liefern können, um hier auch einfach einen Konsens zu schaffen und nicht immer per se zu sagen, alles ist schlecht auch. Ne? Denn ich finde es wirklich ganz, ganz toll, dass Menschen auch im Wald Hecken und wie auch immer anlegen, dass Tiere, die normalerweise durch unseren Lebensraum eingeengt sind, wieder leben können. Das finde ich toll, das muss ich ganz klar sagen. Von daher, natürlich finde ich auch viele Sachen nicht toll, die da passieren. Aber ne, genauso finde ich auch beim Veganismus viele Sachen einfach toll, aber ich finde es auch nicht toll, wie damit umgegangen wird, wenn man zum Beispiel Menschen damit bedrängt förmlich halt, ja, und sie versucht, schlecht darzustellen hat, einfach anstatt mit gutem Beispiel irgendwie voranzugehen halt. Ne? Na gut, das war so meine Meinung. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Soll ich mehr Reactions-Videos machen? Schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.